tiefer, die jetzt ausgewiesen unsere Freundin ist, also eine Freundin ist. Die Frage war ja nicht deine Freundin, sondern eine Freundin. Und selbst, dass es eine Freundin war, hat Aerith auch nicht so gepasst, wie es aussah. Gehen wir jetzt hier raus. Und hier lang. Und ach, du Heilige. Du bist aber ganz schön früh auf. Ups. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tifas 7. Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin. Komm mit. Ach, Aerith. Frauen, unbelehrbar. Gut, ich denke, das hier ist Sektor 6. Sieht ganz schön lediert aus. Okay. Ist sie jetzt bei uns wieder mit drinne? Tatsache. Und ein Zufallskampf. Können wir ja gleich mal unseren neuen Zauber ausprobieren. Ach du heilige Scheiße, ein Haus. Ich weiß, dass das Vieh... verfehlt. Zauber. Heilung und Feuer. Geh da nochmal so drauf. Okay, wieder verfehlt. Blitz. Feuer. Ich glaube, wenn das Ding uns trifft, haben wir ein ganz schönes Problem. Selbstmordopfer. Tropfen. Aber ich glaube, das war es dann auch. Nee, war es nicht. Eis hat, glaube ich, mehr gebracht. Feuer. Au. Cloud wechselt ins Limit. Limit. Multi-Angriff. Auf das Haus. Ah, haben wir schon. Super. Mit dem nächsten Zufallskampf müsste Aerith dann ein Level abkriegen. Nehmen wir einen Schrank? Aber Zauber... Ja, man kann Zauber wie Heilung beispielsweise auch während ohne des Kampfes verwenden. Was ich jetzt gucken wollte, war Substanz Aerith. Schutz. Schutz höher. Ach so, okay, das ist nur ein Attribut. Also, sie hat plus 20 Vitalität, wie es jetzt aussieht. Nee, nochmal. Nein, damit hat es nichts zu tun. Aber ich denke einfach, sie hat dann mehr Rüstung. Okay, also die Lilanen sind dann Statuseffekte, wie es aussieht. Okay. Wir gehen jetzt hier runter. Hier lang. Ah, finden wir hier vielleicht irgendwas noch? Nee. Finden wir hier noch was? Irgendwie? Nee. Und noch ein Kampf. Bam, 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 bam. Ach, die ist schon wieder. Limit, Multiangriff. Der da. Der macht Feuer. Damit haben wir den fertig gemacht. Und sie auch. Na, Eis konnte man. Nein. Aerith, heilender Wind. Warum nicht? Irgendwie ging das, dass ich...
Ich glaube mit R1 oder L1. Probieren wir beim nächsten Kampf. Oder jetzt gleich, Moment. Ja, das hat uns erstmal geheilt. Das ist also eine ausgewiesene Heilerin, die gute. Jetzt Zauber, Eis. Mal gucken, ob das jetzt... Nee, hat nichts gebracht. Vielleicht geht das ja später, ich bin mir nicht sicher. Dass man die irgendwie... Bam, jetzt stirbt doch. Dü, 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 dü. Und jetzt haben beide ein Level up. Oh, dann gehen wir hier mal nach oben, wa? Finden wir hier jetzt noch was? Nö, hier ist auch nichts. Bam, 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 bam. Jetzt haben wir das wieder. Angriff von beiden Seiten. Das ist natürlich nicht schön. Gar nicht schön. Limit, machen wir gleich mal einen heilenden Wind. Limit von Cloud. Das Limit von Aerith ist echt praktisch. Wenn ich das mal so sagen darf. Allgemein einen Heiler im Team zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Feuer, den da. Greif jetzt, okay. Nicht getroffen. Oh. Die sind hier schon deutlich stärker, ne? Aber ich glaube, ein normaler Angriff reicht jetzt. Ja. Na, komm. Wir heilen jetzt mal eben in einem Trank. Sie auch? Ach ja, komm. Haben noch 13 Stück. Jetzt für den Anfang reicht das völlig. Später müssen wir mit deutlich mehr Heiltränken herumlaufen, aber jetzt für den Anfang. Ah. Das Tor zu Sektor 7 ist dort drin. Danke. Jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Wir haben jetzt die Möglichkeit, sie nach Hause zu bringen oder sie mit nach Sektor 7 zu nehmen. Ich bin jetzt fast gewillt, sie mit nach Sektor 7 zu nehmen. Ja. Ich könnte das machen. Werde ich dir nicht im Weg sein? Was meinst du mit im Weg? Nichts. Können wir eine Pause machen? Na komm. Was ist denn da? Wo geht's hin? Ich glaube, wir finden hier noch was. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Irgendwo war was. Oder wir finden es erst beim zweiten Mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nicht glauben, dass es immer noch hier ist. Cloud, hier! Wie niedlich. Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, bei Soldat. Oh, ich war... Erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nein, aber für eine Weile hab ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn. Wie hieß er?
Ist echt nicht wichtig. Ach, herrje. Ein Schokobo. Ja, Schokobos gibt's auch in jedem Final Fantasy. Cloud, wie... Hey, da hinten. Tifa? Das Mädchen in dem Wagen war Tifa? Was macht sie? Sie sah sonderbar aus. Warte! Ich gehe allein nach Hause. Geh heim. Cloud hat's nicht einfach. Das Mädchen hält ihn auf Trab. Tja, Aerith hat uns also jetzt gerade von ihrem ersten Freund erzählt, der ebenfalls bei Soldat gewesen war, genau wie wir. Und wie es aussah, hatte Cloud einen Gedankenaussetzer, als er nach seiner Klasse gefragt wurde. Er wusste, glaube ich, nicht direkt und hat geraten. Tja, und jetzt wissen wir auch, wen Aeriths Mutter gemeint hat, als sie sagte, sie... Wie war das? Sie wird es nicht nochmal ertragen, verletzt zu werden. Ich denke, da ging es auch um diesen sonderbaren Freund. Ach, wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie jetzt noch bei mir im Dings? Natürlich nicht! Ja, na klar. Weiber. Oh, das ist dieser Warmarkt, von dem der Typ da vorhin gesprochen hat. Mitbringen wir ihn aber nichts. Was macht sie denn da jetzt schon wieder? Aerith? Dieser Ort ist ganz schön gefährlich. Besonders für ein Mädchen. Wir müssen Tifa schnell finden. Ja, und du rennst hier einfach alleine hin, du dumme Nuss. Hey, ihr zwei. Wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? Wir haben ein schönes Zimmer. Wie wär's? Muss mal reingehen. Okay. Muss mal reingucken. Ich finde mal ja was. Badezimmer. Noch ein Badezimmer. Ich spiele auch nichts mehr. Mal sehen. Willkommen. Das wären 10 Gil pro Nacht. Nicht bleiben. Okay, kommen Sie mal wieder. Hey, ihr zwei. Ja. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wie? Wegen was? Zwing mich nicht, es noch zu sagen. Es ist der Laden dort unten. Auf der rechten Seite. Mal gucken, was haben wir denn da? Oh, das ist eindeutig ein Puff. Eindeutig ein Puff. Geil. Johnny, Mann, sollte ich gehen oder nicht? Bei solchen Sachen schnappe ich echt über, hoffnungslos. Hey, bist du nicht... Was? Du willst sagen, du bist auch? Ja, ich auch. Du bist Tifas Kindheitsfreund und bringst deine neue Freundin an diesen Ort... an einen Ort wie diesen? Was bist du denn für ein Mensch? Oh. Mann, sollte ich oder nicht bei solchen... Wir sagen mal was anderes. Zieh mich nicht auf deine Ebene runter. Was? Ich auch. Ich habe lang gebraucht, mich dafür zu entscheiden. Meine letzte Erinnerung an Midgar, weißt du. Aber der Typ da drüben jagt mir irgendwie Angst ein. Der kannte also tiefer hier, der Johnny, ne? Shinra. Ah, keine Chance. Ich kann nicht weitermachen. Das klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden und dann mein Gehalt, das funktioniert einfach nicht. Okay, komm, lass mich mal durch hier. Was zum Teufel, du? Das ist hier keine Show.
Ich bin beschäftigt. Ich habe das Gefühl, gleich gibt's Ärger. Okay. Mit dir? Willkommen. Sogar so ein unpopulärer Schleimer wie du könnte hier auf ihr Schicksal treffen. Suchst du auch nach einer Freundin? Kennst du Tifa? Hey, du bist aber schnell. Tifa ist unser neuestes Mädchen. Leider ist sie doch gerade beschäftigt. Hier im Gasthaus zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zum Haus von Don Corneo gebracht. Don Corneo ist als Dilettant bekannt. Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Tifa gehört zu diesem Puff und ist jetzt bei einem Don, der sie wahrscheinlich heiraten will? Das Gasthaus zur Honigbiene ist ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelassen. Ach du heilige Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Das ist nicht gut. Hier ist ein Shop. Der leer ist. Piep, piep. Wow. Kaputt. Okay. Hier kann man speichern. Speichern. Bam, bam, bam. Jo. Das klingt alles andere übrigens als gut. Tifa ist scheinbar in einem Puff. Was ist mit dir hier? Bitte, komm, kommt rein. Hier habt ihr gratis einen Apothekencoupon, wenn ihr jetzt kommt. Okay. Willkommen, nehmen Sie Platz. Wo ist Ihnen beliebt? Oh, ich glaube, wir gehen jetzt hier nicht her. Oh, was soll ich tun? Soll ich es einfach kaufen? Hey, Junge! Du hast aber ein hübsches Mädel. Bring sie dem Don und du machst ein Vermögen. Ach du heilige Schande. Es ist ein bisschen früh fürs Essen. Komm später wieder. Okay. Wir haben bereits geschlossen. Okay, er sagte zu früh fürs Essen, er hat bereits geschlossen. Ich glaube, die haben alle verschiedene Tageszeiten. Gehen wir einfach mal da rein. Nicht drängen, Rüpel! Nicht drängen, Rüpel? Willkommen, bitte nehmen Sie sich Zeit! Okay. Ich denke, wir sollten uns auch beeilen und weitergehen. Sonst wird Tifa nachher noch... Naja, ihr versteht schon. Dieses ganze Gerümpel, können wir damit nichts machen? Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Er sammelt diese ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf. Oh, du meinst den Waffenhändler, der in seinem Geschäft nie einen Panzer hat? Aber wie man es auch betrachtet, es ist nur Schrott. Okay. Muckibuden. Okay. Gute Gesellschaft. Versuch's mit uns. Das klingt falsch. Oh je, ich hab wieder zugenommen. Okay, 1, 2, 3. Immer im Rhythmus. Ich streng mich ja schon an. Wie ist dieses? Okay. Hey, hey. Okay, ich denke, hier finden wir Tifa auch nicht.
Ein Inn? Das ist auch wieder zum Schlafen, wa? Nein, es ist ein Gasthaus. Mensch, die Zeiten sind schlecht. Und dann? Ach wirklich? Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Da ist den ganzen Tag schon jemand drin und kommt nicht mehr raus. Ich kann's nicht mehr halten. Hey, hier ist jemand. Guck weg. Okay. Ja, habe ich gerade versucht. Kann ich hier irgendwie raus? Was macht der da? Pinkelt der im Stehen? Oder... Ich glaube, das Spiel ist unglaublich pervers. Ja? Bestellen kann man an der Theke. Okay, wir wollen aber nichts bestellen. Wir wollen tiefer finden. Warte mal, das hier könnte ja denn der Waffenhändler sein, denke ich mal. Ja, da steht auch Gun. Machine Guns. Kaufen? Okay, Metallhandschuh. Ist aber viel für tiefer. Sturmgewehr, den hat er. Das kaufen wir jetzt mal. Ja, den Mage. Metrilarmband, das kann ich mir jetzt noch nicht leisten für keinen. Legen wir das gleich mal an, ne? Ausrüsten. Achso, das hat sie denn schon. Ansonsten habe ich jetzt keine mehr. Ja, verkaufen wir das dann mal, weil ich denke mal, niemand hat hier mehr Objekte. Der Wachenstab. Kaufen. Kann ich mir jetzt wieder was leisten? Nee, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Man muss ja für alles gerüstet sein, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Ich meine, wir sind gerade auf einer Rettungsmission, auf das Tifa sich nicht prosit. Was das hier wohl für ein Haus ist? Ey. Das ist die Villa von Don Canio, der mächtigste Mann am Warmarkt. Hör zu, der Don steht nicht auf Männer, also lass dich hier nicht wiedersehen. Ey, und du hast noch ein Schätzchen dabei. Hey, das sieht aus wie die Villa vom Don. Ich sehe sie mir mal genauer an. Ich werde tiefer von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, was für ein Ort das hier ist, oder? Und was soll ich dann machen? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte das nicht so einfach sein. Und außerdem, wenn ich da reinplatze, gibt's viel zu viel Aufregung. Aber ich kann dich da nicht einfach allein reingehen lassen. Mann, oh Mann. Zuerst müssen wir herausfinden, ob Tifa okay ist. Was ist denn so witzig, Eris? Cloud, warum verkleidest du dich nicht als Mädchen? Das ist die einzigste Möglichkeit. Was? Immer mit der Ruhe. Ich möchte eine süße Freundin mitbringen. Eris, ich kann nicht. Du machst dir tatsächlich Sorgen um Tifa, stimmt's? Dann los, schnell! Ja. Wir machen uns Sorgen um Tifa und werden deswegen ein Transgender. Dazu hat sie uns jetzt also gekriegt, ein Transgender zu werden. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich speichere hier jetzt noch ein weiteres Mal und sage euch ciao und bis zum nächsten Mal.